Jojojo Leute, was geht ab? Euer Harzweiler hier wieder am Start. Ja, wie ihr es schon sehen könnt, Harz ist in Hamburg und ich bin gerade mit Blackout unterwegs. Ja, wir sind heute schon den ganzen Tag von A nach B, von B nach A und wieder von A nach B durch Hamburg gefahren. Weil Blackout hatte den Schlüssel zu Hause liegen lassen, hat sich selbst ausgesperrt, deswegen musste er erst den Schlüssel von seiner Schwester holen und wieder zurückfahren. Und ja, war aber ganz lustig eigentlich. So konnte ich schon ein bisschen was von Hamburg sehen. Es ist ultra heißes Wetter heute. Aber ich bin mal gespannt, was wir heute noch so erleben werden. So, Nachteil ist immer, ich muss immer hinter Blackout fahren. Denn ich kenne mich in Hamburg null aus. So ein bisschen, so ein paar Stellen kenne ich. Das heißt, ich muss jede Menge zensieren. Es ist echt mega viel Verkehr hier. Wahnsinn. Ich weiß nicht, an wie vielen roten Ampeln wir heute schon standen. Das ist abnormal. Das ist echt nicht normal. Die Fahrt nach Hamburg ging ratzfatz. 2 Stunden bin ich gefahren. Am längsten hat es gedauert, wo ich in Hamburg ankam, ja, Blackout zu finden. Das war nicht so einfach. Boah, ist heute Tag der roten Ampeln oder was? Wir sind Rotflow. Guck mal, hier haben alle die Fotos gemacht. Tabakü und so. Mit dem ah, hä? Hast du gesehen? Ja. Tabakü, das ist wirklich so. Ein kleiner Mini. Wie findet ihr solche Minis? Ich finde die grauenhaft. So ein kleines Auto, das ist so klein. Ich bin echt froh, wenn wir mal ein bisschen fahren, weil wenn man steht, das ist so warm. Ich glaube, viele, die selber eine Sportler fahren, wissen, wie sich dieser wunderschöne Rahmen hier erhitzt. Gerade die Leute, die eine BMW fahren, die RR. Dieser Rahmen, der wird so ultra heiß irgendwann. Aber es ist immer noch besser als Ducati, wo man ja, so eine Sitzheizung gleichzeitig verbaut hat. Weil der Auspuff geht ja bei der Ducati direkt unter dem Sitz lang. Wäre noch schlimmer. Deswegen, ey, ich bin so happy, wenn wir eine grüne Welle haben und dann echt mal so ein bisschen Fahrtwind kommt. Und schon wieder eine rote Ampel. Oh, Autobahn. Jetzt wird's spannend. Ich bin ja heute nur so gute 200 Kilometer Autobahn gefahren, jetzt fahre ich wieder Autobahn. Elbtunnel, oder? Ja, wie geil, Mann. Richtig geil, das allererste Mal mein Leben durch den Elbtunnel. Mit dem Moped auf jeden Fall. Er macht so richtig Krawall. Ja, jetzt hätte ich gerne auch die SNCR, weil die SNCR, die ballert so schön. Man hört es bei Blackout extrem. Auf der Kamera wird das niemals so krass rüberkommen, wie es in echt ist. In echt, Junge, scheppert das so heftig. Das sieht aber verdammt geil aus. Mit den Speichen und den Felgenstickern, finde ich, ist schon was Geiles auf jeden Fall. Ist richtig schön auffällig und passt zu dem Orange verdammt gut. Übel! Richtig übel! Das ist so geil! Mann, das ist so schade, dass der T4-Bus so ein Schrotthaufen war. Ansonsten hätte ich ja beide Maschinen mitgenommen. Ja, mega geil! Erwin erstmal mit dem Elbtunnel. So geil, ich finde das so krass mit den ganzen Krähen hier, den Hamburger Hafen. Einfach wenn man mal so nah davor sieht, dass man, wie riesig diese Kräne sind. Abnormal, wirklich abnormal. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo er hin will. Hafen City. Über diese Brücke da hinten, die da lang geht. Über die Brücke wollte ich schon immer mal fahren. Das mache ich auf jeden Fall noch, jetzt die Tage. Ich will da unbedingt mal rüberfahren, richtig geil. So Leute, das war's für den ersten Vlog. Das war so eine leichte Vorwärmphase. So würde ich es jetzt einfach mal sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Und ja, seid gespannt auf die nächsten Videos, die kommen. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao, tschüss.